Kennst du Selbstmitleid? Selbstmitleid ist eine fantastische Droge. Habe ich selber schon ausprobiert. Sogar über längere Zeit. Ich leide nämlich unter einer chronischen Krankheit seit fast 20 Jahren. Und die ist absolut unlustig. Und durch diese Krankheit bin ich immer wieder in Selbstmitleid hineingerutscht. Und ich muss heute rückblickend sagen, dass diese Phasen des Selbstmitleids sogar schlimmer waren als all die Schmerzen und all die Unannehmlichkeiten, die ich durch die Krankheit quasi erlebt habe. Weil durch das Selbstmitleid kommt man in die Opferrolle. Und das Klassische an der Opferrolle ist, dass man unschuldig ist. Und wenn man unschuldig ist, gibt es andere Schuldige. Ja? Und die sind eben dann schuld, dass es einem nicht gut geht. Ja? Das muss jetzt gar nicht so die Krankheit sein, sondern ja, man fühlt sich einfach nicht geliebt genug vom Ehemann oder von der Ehefrau, oder man kann nicht so oft in Urlaub fahren wie die anderen, oder man trifft einfach nicht so coole Leute wie die anderen, und so weiter und so fort. Also man kann sich, oder keiner passt auf unsere Kinder auf, nicht? Keiner passt, auf die anderen Kinder werden immer aufgepasst, nur nicht auf unsere Kinder. Also es gibt eigentlich ständig einen Grund, warum man dann unglücklich ist und die anderen sind natürlich schuld. In meinem Fall mit der Krankheit kann ich ja leider nicht wirklich einen Schuldigen ausmachen, aber ich kann Gott die Schuld geben, weil ich bin ja gläubig und er hilft mir nicht. Warum habe ich so viele Schmerzen? Er könnte mich ja heilen. Warum heile mich denn nicht? Und so weiter. Und so ist mir echt tatsächlich gegangen. Und das war eigentlich die grausamste Sache, dass ich zu dem Selbstmitleid am Ende in eine Revolte kam und Gott angeklagt habe. Den einzigen, der mir helfen kann. Und Gott sei es gedankt, er hat mich zu einem Priester geführt, mit dem ich gesprochen habe, und da habe ich zu jammern begonnen und ich habe mir schon erwartet, ja, na, der wird mich jetzt bemitleiden. Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat so gemacht, schst. Ja, der hat mich gleich abgedreht. Dann habe ich mir gedacht, wow, das ist überhaupt nicht liebevoll und der ist überhaupt nicht barmherzig. Und es hat mich irgendwie sogar in meinem Stolz getroffen und ich war irgendwie verärgert und gekränkt und beleidigt, dass der mir da jetzt nicht mein System erhaltet. Ja, der hat dann ein paar Sachen gesagt und ich bin ihm ewig dankbar, weil er ist mir nicht auf meine Masche eingestiegen, auf dieses Muster, auf diese Verhaltensweise, die mich eigentlich von Gott total weggebracht hat. Und im Grunde hat sich das in weiterer Folge so entwickelt, dass ich dann irgendwann mal die Erkenntnis hatte, dass ich eigentlich, was ich eigentlich will, ist in der Freude sein und in Gottes Herz leben. Und egal was mit mir ist, ja, also Gott hat mir da die Augen geöffnet. Als wie wenn er zu mir gesagt hätte, schau mal, Philipp, sorry, ich bin so knapp dran. Knapp. Ja, guter Witz. Also, zurück zu Gott. Es war mir so, als hätte er mir gesagt, schau Philipp, du wünschst dir gesund zu sein, du wünschst dir, dass ich dich heile und so. Das sind deine Vorstellungen, aber ich habe noch viel was Besseres für dich.
Ich wünsche mir, dass egal, was dir passiert, egal, ob du Schmerzen hast oder nicht, egal, ob dich dein Gedärm tyrannisiert oder nicht, ich wünsche mir, dass du immer glücklich bist und dass du immer in der Freude sein kannst. Und das ist genau das, was ich will. Und das ist im Grunde, was wir immer wollen. Wir wollen glücklich sein. Aber wir haben halt Vorstellungen, wie das zu sein hat. Und dann gehen wir zu Gott und wollen ihm mit möglichst frommen Vokabeln von diesen Vorstellungen überzeugen. Und es funktioniert nicht. Es geht nicht. Weil du willst ihm ja dann deinen Willen aufzwingen. Du willst ihn überzeugen, dass dein Wille, ja, mein Wille geschehe, nicht seiner. Und genau das macht unglücklich. Weil das Glück besteht eigentlich, und der höchste geistige Genuss ist nämlich kein sinnlicher. Er ist ein eingebettet Sein im Willen Gottes. Und er besteht darin, besteht in der Gleichförmigkeit seines Willens mit deinem Willen. Dort liegt das große Glück. Und egal, was dir passiert, nicht? Und meine Challenge ist echt nicht so einfach. Denn ich leide im Grunde, also ich habe nur 30 Sekunden, bis ich das nächste Klo finde, wenn überhaupt. Oder vielleicht nur 10 Sekunden. Ich habe aber eine Arbeit, wo ich manchmal eine Stunde ziemlich weit weg bin vom Klo. Also das ist eine unglaubliche Challenge. Das mental, diese Panik zu überwinden, nicht? Und hier im Gottvertrauen zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn man vor 30, 40 Leuten spricht und plötzlich kommt ein Schmerz, von dem du weißt, der bedeutet, lauf so schnell du kannst zum nächsten Thron, also aufs Klo, und im Grunde ist es jetzt so, dass ich sage, dass ich die Erkenntnis hatte, Gott, mein Darm gehorcht mir nicht mehr, aber dir gehorcht er. Und egal, was jetzt mit mir passiert, ich bin ihm gehorsam. Und mein Darm ist nicht mir gegenüber gehorsam, aber dir. Und dir gehorcht er. Und alles, was jetzt passiert, es ist okay. Es ist einfach okay. Und somit bin ich in einem Frieden, in einer Freude, die absolut Premium-Qualität hat. Es geht nicht mehr besser, ja. Und dort wollte ich hin und dort bin ich schon zeitweise, aber lang nicht ständig. Und das ist aber das Ziel, ständig in diesem göttlichen Willen zu wohnen, weil sein göttlicher Wille ist das Himmelreich. Und Gott kann uns diese Gabe schenken und hat ganz, ganz große Sehnsucht, es auch dir zu schenken. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Sei gesegnet.